Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper. Heute gibt es endlich mal seit längerem wieder ein kommentiertes Video von mir auf meinem Kanal. Wieso es daran lag, dass keine Videos kommen, das sage ich euch jetzt. Ich hatte einfach keine Lust bzw. keine Zeit, irgendwelche YouTube-Videos zu machen. Ich bin ja nicht irgendwie verpflichtet, hier auf YouTube Videos zu machen. Ich verdiene auch ehrlich gesagt kein Geld mit YouTube bzw. bin in kein Netzwerk und bin auch nicht hauptberuflicher YouTuber. Deshalb kommen bei mir echt nur Videos, wenn ich Zeit und Lust habe. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich denke mal, das ist ja auch kein Problem. Aber wieso ich das Video jetzt hier mache, ist auf jeden Fall wieder ein News-Video. Und zwar zu dem neuen Call of Duty 2014. Denn heute kam ein neuer Trailer raus. Und ja, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon gestern. Aber auf jeden Fall, am 2.5. kam der neue Trailer zu Advanced Warfare raus. Und so heißt das neue Call of Duty. Muss man sich dran gewöhnen. Advanced Warfare klingt ein bisschen komisch. Aber ansonsten werde ich jetzt gleich mal eine Trailer-Analyse starten. Wie auch immer werde ich keine wirklichen Bilder von dem Trailer verwenden, also kein Videomaterial, sondern werde einfach Bilder einblenden, weil ich Angst davor habe, dass das Video gestrikt wird oder einfach in allen Ländern gesperrt wird. Und ja, ich denke mal, fangen wir gleich mal damit an. Das neue Call of Duty heißt Advanced Warfare, wie schon eben genannt, und kommt am 4.11.2014 heraus. In dem neuen Trailer, der am 2.5. herauskam, kann man deutlich erkennen, dass der COD-Teil wieder in der Zukunft spielen wird. Was ich leider sehr schade finde, denn nun ja, ich mag nicht wirklich Zukunftsshooter von Call of Duty. Das hat mir bei dem Beispiel Ghost oder Black Ops 2 Multiplayer schon überhaupt nicht gefallen. Denn das ganze Schema an den Killstreaks und an den Waffen gefällt mir überhaupt nicht. Da spiele ich lieber die alten Spiele, die noch in der Gegenwart bzw. in der Vergangenheit gespielt haben. Wie jetzt seit World at War oder sonstigen Weltkriegsshooter. Aber nun ja, ist ja jedem seine eigene Sache. Ich mache gleich mal mit dem Trailer weiter. In dem Trailer erzählt eine Person, dass das Amerika schon öfters versucht hat, in anderen Ländern auf der Welt eine Demokratie einzuführen. Dabei ist aber Amerika leider immer gescheitert. Des Weiteren erzählt er, dass die Länder keinerlei Voraussetzungen dafür haben, eine Demokratie aufzubauen, denn sie besitzen eine andere Religion oder einen anderen Glauben. Und ja, dazu war jetzt eigentlich Amerika immer tolerant, aber das wollen sie jetzt natürlich ändern. Sie wollen mit Gewalt vordringen, die Diktatoren aus den Ländern vertreiben bzw. töten und somit eine Demokratie aufbauen. Denn ja, nur mit Schutz gegenüber den Bürgern aus den Ländern kann man eine Demokratie aufbauen. Und genau das hat er erklärt. Und ich weiß jetzt leider nicht genau, ob jetzt das der Bösewicht ist oder der Präsident oder irgendein Held oder ein General aus dem neuen Call of Duty. Das wurde leider noch nicht verraten. Auf jeden Fall weiß ich nicht genau, wer dieser Mann ist, aber das werden wir bestimmt im Laufe des Jahres noch erfahren. Außerdem hat man im neuen Trailer noch viele andere neue Dinge gesehen, die ich hier kurz aufgelistet habe und kurz erwähnen möchte. Und dazu werde ich natürlich auch immer Bilder einblenden, damit ihr sehen könnt, was ich genau dazu meine. Und ja, als erstes hat man einen neuen Anzug gesehen, der mit allerlei Techniken ausgerüstet ist. Zum einen kann man mit diesen weitere Sprünge machen und dessen Handschuhe sind dazu da, dass man Gebäude irgendwie hochklettern kann und sich irgendwo immer anhängen kann. Also irgendwie solche Kletterhandschuhe anscheinend. Und ja, die letzte Technik von diesem Anzug ist, dass man sich unsichtbar machen kann. Ja, ob das gut ist und ob man das im Multiplayer auch machen kann, hoffe ich mal lieber nicht. Naja. Und ja, zum anderen gibt es wieder neue Helikopter, die ein bisschen aus denen von Black Ops 2 ähneln. Also diese Helikopter, die nicht so seitlich das Rad haben, sondern so waagerecht. Und ja, also die können sich auch unsichtbar machen. Anscheinend kann sich alles in Call of Duty 2014 unsichtbar machen. Ich hoffe mal nicht, dass es wirklich so ist im Multiplayer, wie schon eben gesagt. Auf jeden Fall, dann hat man noch einen Menschen gesehen, der aus der Masse herausstach. Den hat man immer wieder gesehen und der hatte so eine Mütze auf. Und ja, ansonsten weiß man nichts von denen. Ich denke mal, das wird einer der Charaktere sein, die man im neuen Call of Duty spielen kann. Er hatte nur auf einen der Anzüge einen Schriftzug mit dem Namen Atlas. Ich glaube zwar nicht, dass das sein Name ist, aber vielleicht ist es der Name der Einheit, wo er drin ist. Und zu den neuen Sachen gehört auch noch ein aufbaubare Schutzwand, die man so einfach ganz schnell aufbauen kann und dann hat man so eine Schutzwand vor sich. Eine neue Drohne, die der Vulture ähnelt. Dann einen stark gepanzerten Soldat mit einem Todbringer, den es auch schon in Ghost gab, also auch nichts Neues. Ein Motorrad, das sich über den Erdboden fährt bzw. fliegt, also keine Reifen mehr hat.
und ein neuartiger Panzer, der spinnenartig aufgebaut ist. Ja, das waren eigentlich jetzt die hauptsächlichen Sachen, die man in Call of Duty 2014 gesehen hat. Jetzt wollte ich schon fast Ghost sagen. Und ja, das Einzige, was man wirklich im Trailer erkennen konnte, war, dass auf der Brücke ein Kampf abgeliefert wurde. Und ja, ansonsten wurde hauptsächlich nur die Helikopter gezeigt und ja, nicht sehr viel Szenen aus der Kampagne bzw. aus dem Spiel selbst. Und ja, jetzt kommen wir nun zu dem endgültigen Fazit zu diesem Trailer. Insgesamt bin ich sehr gespannt auf das neue Call of Duty von Sledgehammer Games, da sie ja dieses Jahr noch, also dass sie ja, die haben ja noch nie ein Call of Duty Teil selbst entwickelt und sind nun die alleinigen Entwickler vom neuen Call of Duty. Vielleicht helfen noch ein paar andere Entwicklerteams mit dazu, aber sie sind alleinige Entwickler des Call of Duty 2014. Und ja, vielleicht ist es mal ein cooles neuer Zukunftsshooter und stellt sich als cooler Zukunftsshooter raus, wenn mal neue Entwickler dabei sind. Ich schätze mal, leider wird es wieder eine Enttäuschung. Ich war ja schon bei Black Ops 2, bei Ghost optimistisch und danach, was wird der Scheiße, muss ich ehrlich zugeben. Aber nun ja, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr diesen Trailer fandet und ob ihr einen Zukunftsshooter für gut heißt oder für schlecht heißt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ich würde gerne eure Meinung wissen und dann können wir mal in die Kommentare diskutieren. Ich verabschiede mich nun und freue mich über die Kommentare. Ja, klingt das scheiße jetzt gerade. Egal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.